Als Soldat hat es das erste Wochenende hatte ich gerade Sonntagswacht. Als ich dann so da gestanden bin, habe ich das Gefühl, das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Irgendwann ist man dann ins Biwak gekommen. Wir hatten eine Woche Biwak und es hat eine Woche nur geregnet. Und dort habe ich eigentlich auch gemeint, das ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Aber das, was ich mich am meisten daran erinnern kann, das war dann, dass wir auf irgendeinem Marsch haben wir den Fuß vertrampt. Und das war die Kameradschaft. Das ist mir heute noch in Erinnerung, wie alle geholfen haben. Wir sind dann im Tessin, so ein schmales Weg, wie wir meine Kameraden fast abgetragen haben. Das ist etwas, die Kameradschaft, das habe ich nie vergessen. Und das hat mich auch prägt für mein zukünftiges Militär. Jetzt spezifisch auch für Spitalbataillon 5, ein guter Soldat, der ist von mir aus gesehen, der denkt selber. Ich glaube, Pflege ist etwas, was man nicht befehlen kann. Sondern ist etwas, was man aus Überzeugung machen muss, wo man den Sinn verstehen muss, wo man das Warum verstehen muss. Und das macht für mich einen guten Soldat aus. Wir im WK mit uns jeden Tag tun wir uns auf Einsätze vorbereiten. Und in der RS ist es Grundausbildung. Es äußert sich natürlich vor allem, wie dass man ausbildet. In der RS ist viel Anlernstufe, wo man den Unteroffizier hat, der vorne steht, der erklärt. Und im WK machen wir mehr Übungen, tun mehr praktisch schaffen und uns so vorbereiten direkt. Als Kommandant vom Spitalbataillon 5 in meinem dritten WK habe ich ein Swisscore Kinderferienlager durchgeführt. Da sind Kinder zusammengekommen aus sechs Krisenregionen, die alle schon mal früher in der Schweiz waren. Dann haben wir aus dem Balkan aus verschiedenen Ländern Kinder gehabt. Länder, die eigentlich mal befindet waren im Jugoslawienkrieg. Und es ist darum gegangen, diesen Kindern eben eine friedliche Welt zu zeigen. Aber das Lager ist extrem anspruchsvoll gewesen. Die Leistungsfähigkeit vom Spitalbataillon haben wir geschaut, wir rücken die am Montag. Dann tun wir uns vorbereiten, tun uns ausbilden. Und Dienstag, Mittwoch kommen wir schon irgendwo in Einsatz mit in der Regel motivierten Menschen und kann so wirklich einen Mehrwert schaffen oder das Gesundheitswesen entlasten und einen Mehrwert schaffen. Und wie das, die Kraft, die so ein Bataillon hat, die Wirkung, die so ein Bataillon hat, hat mich begeistert.